Ja, ich denke, die Problematik, der wir gegenüberstehen, ist im letzten Panel jetzt relativ gut dargestellt worden. Und Mario Oetheimer war relativ freundlich, indem er gesagt hat, dass in Österreich ohnehin alles so wunderbar ist, aber andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssten noch irgendwie nachlegen und auch in der Zivilgesellschaft zulegen. Ich denke, dass wir da auch in Österreich noch einiges zu tun haben und es wird Teil von meiner Präsentation jetzt sein, darauf auch einzugehen. Ich möchte allerdings noch einen kurzen Satz dazu sagen zum Schlussstatement von Gerd Bolli bezüglich dem Zugang von Geheimdiensten und anderen staatlichen Organisationen zu Vorratsdaten. Es ist schon so, dass wir die Gerichte bemüht haben, um genau diese Feststellung fix zu machen, wie es aussieht mit der Verhältnismäßigkeit und mit der Notwendigkeit für Vorratsdatenspeicherung. Wir waren bei zwei Höchstgerichten, beim Europäischen Gerichtshof für Menschen, Europäischen Gerichtshof und beim österreichischen Verfassungsgerichtshof. Und alle beide haben unabhängig voneinander oder nacheinander festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie es in der Europäischen Union angeordnet war, grundrechtswidrig ist. Sowohl gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt, als auch gegen die österreichische Verfassung verstößt. Das heißt, genau diese Abwägung, ist es verhältnismäßig, ist es notwendig in dem Ausmaß in die Privatsphäre der Menschen und in die Grundrechte einzugreifen, genau diese Abwägung wurde von den Höchstgerichten gemacht und zwar auf Basis der Fakten, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Europäische Kommission, die das Europäische Parlament und die österreichische Bundesregierung auf den Tisch gelegt haben. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass da irgendwie überschießend gehandelt worden wäre oder ähnliches, sondern es war eine ganz klare Grundrechtsabwägung, die da vorgenommen worden ist. Wenn man jetzt darüber diskutieren, dass es Wanderungsbewegungen in Richtung Islamischer Staat oder ähnliches gibt und es da auch österreichische Beteiligung daran gibt, rechtfertigt das aber noch immer keine Massenüberwachung der Bevölkerung und genauso etwas ist Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie wir Rechtsdurchsetzung so machen können, dass sie wirklich zielgerichtet und auf den Punkt gerichtet ist. Und ich denke, das ist einer der Punkte, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Und darüber muss man diskutieren. Wir sind immer noch in diesem Diskussionsprozess, aber den führen wir gerne, weil es eben darum geht, eine ausgewogene Lösung zu finden und nicht eine überschießende Maßnahme, wo die gesamte Bevölkerung unter Überwachung steht. So viel nur ganz kurz dazu. Datenschutzrechtsgrundsetzung ist mein eigentliches Thema heute. Ich werde ganz kurz darauf eingehen, welche Methoden gibt es überhaupt für eine Rechtseinschätzung, also was ist derzeit überhaupt verfügbar an diesen Dingen, welche Rechte haben wir, welche Kontrollmechanismen gibt es in Österreich, um seine Datenschutzrechte durchzusetzen und am Schluss werde ich noch einen neuen Ansatz vorstellen, den es in Österreich bisher in der Art und Weise, denke ich, noch nicht gibt, aber bald geben wird. Es gibt einmal eine Verpflichtung zur Transparenz in der Datenverarbeitung. Jeder, der Daten verarbeitet in Österreich, ist verpflichtet, mit ein paar Ausnahmen, seine Datenverarbeitung im sogenannten Datenverarbeitungsregister zu melden. Das heißt, jeder kann in dieses Register online Einsicht nehmen und nachschauen, das Unternehmen XY, mit denen habe ich was zu tun, welche Daten verarbeiten die denn über mich. Da gibt es dann eine Liste, wo dort steht, zu unseren Kunden verarbeiten wir das, das, das und das. Gibt es ein paar Ausnahmen davon, also es muss nicht jedes Unternehmen drinnen sein, aber die, die mehr als den Standard machen, müssen dort drinnen sein und müssen das gemeldet haben. Das heißt, da kann man sich einen ersten Eindruck davon verschaffen, was die eigentlich so tun und über einen wissen. Und das ist auch ein guter Ansatzpunkt dafür, sein nächstes Recht wahrzunehmen, nämlich das Recht auf Auskunft. Es hat nämlich jeder von uns das Recht, einmal im Jahr sogar kostenlos Auskunft darüber zu kriegen, welche Daten irgendjemand über uns verarbeitet. Wenn ich jetzt eine Kundenkarte von einem Supermarkt habe zum Beispiel, kann ich denen einmal im Jahr einen Brief schreiben und die müssen mir Auskunft darüber geben, welche Daten sie jetzt insgesamt so über mich gesammelt haben und was sie damit zu tun, wem sie es weitergeben oder nicht weitergeben und die genauen Umstände ihrer Datenverarbeitung. Und natürlich auch, warum sie es verarbeiten, zu welchen Zwecken. Die Zeit für die Beantwortung sind 8 Wochen, also 2 Monate, das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sofort wie aus der Pistole geschossen die Antwort kriegt, aber 8 Wochen ist auch noch irgendwie halbwegs überschaubar. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es theoretisch so, dass die Datenschutzbehörde dafür da ist, um einem dabei zu helfen und dieses Recht durchzusetzen.
Die Datenschutzbehörde übrigens ist die staatlich eingerichtete Datenschutzaufsichtsbehörde, so wie Natascha Birch-Mussa von der slowenischen Datenschutzaufsichtsbehörde war, aus einem Bericht einer Europol-Studie, die die Europäische Kommission vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben hat, geht allerdings hervor, dass gerade einmal 25% der Österreicherinnen und Österreicher wissen, dass es diese Behörde überhaupt gibt. Also für alle, die es bisher noch nicht gewusst haben, es gibt die Datenschutzbehörde, zu der kann man auch hingehen und sagen, sie sollen einem dabei helfen, seine Datenschutzrechte durchzusetzen. Wenn man jetzt dann seine Auskunft bekommen hat und draufkommt, die verarbeiten da eigentlich irgendwelche Sachen über mich, mit denen ich so gar nicht einverstanden bin oder die falsch sind oder die man überhaupt nicht braucht für den Zweck, den sie angeben, dann hat man das Recht, diese Daten löschen zu lassen oder richtigstellen zu lassen. Das heißt, man kann sagen, liebe Leute, die Daten braucht ihr nicht oder die Daten sind falsch, stellt das bitte richtig, wenn die Daten notwendig sind, oder löscht das ganz. Frist wiederum 8 Wochen. Die Durchsetzung allerdings, die wird da schon problematisch, weil da ist es nämlich so, dass man den Zivilrechtsweg beschreiten muss. Das heißt, man muss im Notfall zu Gericht gehen und sagen, bitte, da werden meine Rechte verletzt, ich will das jetzt durchgesetzt haben. Da kann die Datenschutzbehörde zwar unterstützend tätig sein, kann Stellungnahmen vor Gericht abgeben, kann Empfehlungen aussprechen, hat aber kein eigentliches Durchsetzungsrecht. Das heißt, schon ein geringerer Rechtsschutz als beim Auskunftsrecht zum Beispiel. Und da sind wir dann auch schon beim dritten wesentlichen Pfeiler der Datenschutzkontrolle, nämlich da ist es so, man nimmt einer Datenschutzbehörde, eine Aufsichtsbehörde oder Kontrollbehörde, wie es im europäischen Recht heißt, die könnte hingehen und sagen, so, liebes Unternehmen, ich will jetzt wissen, was ihr da verarbeitet. Theoretisch ist das so, praktisch sieht es allerdings so aus, dass die Datenschutzbehörde nur berechtigt ist, Datenverarbeitungen von sich aus zu kontrollieren, die vorab kontrollpflichtig sind. Was heißt das? Das sind Datenverarbeitungen, wo sensible Daten wie Gesundheitsdaten, wie Gewerkschaftszugehörigkeit und ähnliche Dinge verarbeitet werden, aber nicht die alltägliche Kundendatenbank. Die dürfen Sie von sich aus nicht kontrollieren, es sei denn, Sie haben einen konkreten Verdachtsfall. Also wenn es Anhaltspunkte gibt, dass da etwas Datenschutzrechtswidriges passiert, dann kann die Datenschutzbehörde hingehen und sagen, ich möchte das jetzt sehen und kontrollieren, hat da relativ große Möglichkeiten, dort auch zumindest theoretisch reinzuschauen, auch technisch reinzuschauen und sich das anzusehen, kann das dann auch untersagen, aber eben nur, wenn ein Verdacht vorliegt. Und nur bei den sensiblen Daten, bei den vorabkontrollpflichtigen Fällen, können sie von sich aus kontrollieren gehen. Bei der Vorratsdatenspeicherung hatten sie dieses Recht auch, also theoretisch hätte die Datenschutzbehörde zu den Providern gehen können und die Datensicherheit der Vorratsdaten dort überprüfen können. Das ist jetzt auf meiner Folie aus 2 Gründen durchgestrichen, einerseits, weil es die Vorratsdatenspeicherung in Österreich gesetzlich nicht mehr gibt. Der zweite Grund ist, dass sich vor dem Verfassungsgerichtshof in der Verhandlung herausgestellt hat, dass die Datenschutzbehörde in den 2 Jahren, die es die Vorratsdatenspeicherung in Österreich gegeben hat, kein einziges Mal eine Kontrolle bei einem Provider vorgenommen hat. Das heißt, es war ein theoretisches Recht, das sie hatten, das sie aber niemals wahrgenommen haben. Die Datenschutzbehörde selber ist lange Zeit im Bundeskanzleramt eingerichtet worden. Da gab es dann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich von der Europäischen Union, weil da die Meinung geherrscht hat, dass die nicht unabhängig genug wäre, wenn sie im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Das ist vom EuGH dann auch tatsächlich so entschieden worden und die wurde dann ausgelagert, wurde von der Datenschutzkommission jetzt mit Anfang des Jahres zur Datenschutzbehörde. Die besteht sowohl vorher als auch jetzt nachher aus 21,85 Planstellen, also 21,85 Menschen arbeiten dort. Von denen sind 12,35 Menschen im sogenannten Datenverarbeitungsregister beschäftigt, also mehr als die Hälfte ist damit beschäftigt, all diese Registrierungen von den Unternehmern abzuarbeiten und ins Register einzutragen. Eine halbe Person arbeitet im sogenannten Stammzahlenregister und in der Geschäftsstelle, also der Stelle in der Behörde, die tatsächlich dann die juristische Arbeit macht, die Kontrollen vornehmen sollte, arbeiten 7,5 Juristinnen und 2 Menschen im Sekretariat. Techniker gibt es in der Datenschutzbehörde gar keine, nicht einen.
Und es gibt auch kein Budget, also kein unter Anführungszeichen Budget für Techniker. Es ist nämlich so, ich habe im Rahmen meiner Datenschutztätigkeit jetzt am Anfang des Jahres versucht herauszufinden, wie viel Geld diese Behörde denn so hat. Wir haben erst wieder ein Budget beschlossen, irgendwann jetzt im Frühjahr, oder das Parlament hat ein Budget beschlossen im Frühjahr, und im Zuge dessen wollte ich wissen, wie viel Geld haben die, weil man hört seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten inzwischen, dass die Behörde zu wenig Geld hat, und da hat sich herausgestellt, dass der Behörde insgesamt, der gesamten Behörde, diese 21,85 Personen, 1,3 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Die 1,3 Millionen Euro muss man ein bisschen in Relation sehen, also für den Normalhaushalt sozusagen ist das jede Menge Geld, damit könnte man sie zur Ruhe setzen und nichts mehr arbeiten. Für eine Behörde ist das relativ wenig, vergleichsweise die Stadt Wien überweist jedes Quartal mehr als 1,3 Millionen Euro an die Tageszeitung Heute für Inserate. Auch das österreichische Bundeskanzleramt hat weit höhere Werbeausgaben, als sie für die Datenschutzbehörde zur Verfügung stellt. Und zwei Highlights vielleicht aus diesem Budget, das jetzt in der Datenschutzbehörde zugesprochen worden ist, für heuer und für nächstes Jahr. Pro Jahr hat die Datenschutzbehörde für Inlandsreisen, sie soll ja im Inland kontrollieren gehen, was die Unternehmen und Behörden so Daten verarbeiten, für Inlandsreisen hat sie ein Budget 2014 von 1.000 Euro und 2015 auch von 1.000 Euro. Eine ÖBB-Jahreskarte kostet übrigens mehr als 1.000 Euro. Und der zweite Punkt, und der ist noch viel schmerzlicher als die Reisekosten. Das ist nämlich der Zukauf von technischer Expertise. Man braucht also dritte Sachverständige, die Techniker sind und beurteilen können, ob eine Datenverarbeitung in Ordnung ist oder nicht, rein technisch betrachtet. Für Dienstleistungen durch Dritte stehen der Behörde heuer 1.000 Euro zur Verfügung. Nächstes Jahr auch 1.000 Euro. Davon kriegt man, wenn man es günstig kriegt, einen Tag einen Techniker. Der sollte aber dann alle Kontrollen schon gemacht haben. Also es ist ein bisschen eine schwierige Situation sozusagen. Worauf ich dabei heraus möchte, ist, dass man eigentlich nicht damit rechnen kann, dass die Datenschutzbehörde sonderlich viel tun wird in der Praxis oder tun kann, vor allem nämlich in der Praxis. Es gibt den sogenannten Datenschutzbericht, der 2012, 2013 ist noch von der alten Datenschutzkommission herausgegeben worden, die mit 31.12.2013 ausgeschieden ist und durch die neue Behörde ersetzt wurde. Ich werde jetzt nicht alle diese Seiten vorlesen, es ist aber durchaus interessant, dort reinzuschauen und sich genau diese Seiten, die ich da angeführt habe, durchzusehen. Es ist nämlich so, dass da zum Teil drinnen steht, dass die Behörde nicht in der Lage ist, ihre Tätigkeit auszuführen. Und das in einem offiziellen Bericht einer Behörde, deutlicher kann man es nicht mehr schreiben. 2014, am 1. Jänner, ist die neue Behördenleiterin, hat ihr Amt angetreten, und das Erste, was sie am 24. Jänner öffentlich getan hat, war zu sagen, die Behörde hat genug Geld. Das kann man ihr jetzt einmal glauben, man kennt ihre Pläne für die Behörde ja noch nicht, wie sie die umbauen wird oder wo sie Schwerpunkte setzen will. Man weiß allerdings eines, das was jetzt in dem Bericht steht, an budgetärer Situation, Mangel an Technikern und so weiter, das steht seit den 90er Jahren in diesen Berichten. Die haben wir das Anfang des Jahres durchgesehen. Es gibt nicht einen einzigen Datenschutzbericht, seit sie veröffentlicht werden, in dem nicht steht, dass die Behörde zu wenig Geld und zu wenig Personal hat. Heuer ist offenbar ein Wunder passiert. Das heißt, wir brauchen andere Wege. Wir werden nicht so schnell durchsetzen können, dass da 3 Millionen mehr in die Kasse fließen, obwohl es wenig Geld brauchen würde, weil 3 Millionen sind für ein Budget auch nicht die Welt. Wir müssen selber was tun. Das stellt auch die Europäische Grundrechtsagentur so dar in ihrem Bericht. Der Mario Oetheimer von der Grundrechtsagentur hat das vorhin auch erwähnt, im Bericht zur Rechtsdurchsetzung, Zugang zur Rechtsdurchsetzung, Datenschutzrechtsdurchsetzung in Europa, wird eben wörtlich zitiert, dass zivilgesellschaftliche Organisationen ein ganz wesentlicher Punkt sind, um Menschen Zugang zu ihrem Datenschutzrecht zu ermöglichen, dass es allerdings zu wenige solche Organisationen gibt, was eben den Fakt, die Möglichkeit zum Zugang zu diesen Rechten und dazu ist, sie tatsächlich auszuleben, praktisch beschränkt. Und wenn man sich die Situation in Österreich ansieht,
dann sieht man, dass es zwar ein paar Organisationen gibt, die sich engagieren, wo es Aktivisten gibt, die vor allem politisch tätig sind, aber es gibt auch ein oder andere Ansprechstelle wie Arbeiterkammer, AG Daten und ähnliches, wo man hingehen kann und ein bisschen Unterstützung kriegt oder Information kriegt. Aber ein gezieltes Informationsangebot an die Bevölkerung, wo der Durchschnittsmensch hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt wissen, wie Datenschutz funktioniert, welche Rechte ich habe, wie ich die durchsetzen kann, sowas gibt es derzeit nicht. Es gibt auch niemanden, der sagt, okay, ich nehme dich bei der Hand, ich mache das mit dir und unterstütze dich dabei. Wenn man sich anschaut, es gibt einen ÖAMTC für Autofahrer, es gibt eine Mietervereinigung für alle, die Mieterprobleme haben. Es gibt einen Konsumentenschutzverein, der Konsumenten dabei unterstützt, ihre Rechte gegenüber Unternehmen durchzusetzen. Im Datenschutz gibt es sowas nicht bis heute. Und genau das werden wir jetzt ändern. Es gibt ab sofort die Meldung ans Vereinsregister ist unterwegs, das Forum Datenschutz. Gegründet von mir und der Alice gemeinsam und wir wollen anbieten Informationen zu Datenschutz und den Dingen, die rundherum so stattfinden. Da gehört Urheberrecht dazu, weil es da sehr stark in die Richtung geht, auch wiederum Nutzer zu überwachen, um Urheberrechtsverletzungen feststellen zu können. Da geht es aber auch um Zugang zu Informationen, also Informationsfreiheit und verwandte Bereiche, Netzneutralität, Netzsperren sind ein Thema und so weiter. Also zu all diesen Themen wollen wir Informationen anbieten, wir wollen den Einzelnen abholen und ihm das näher bringen und ihm gleichzeitig aber dabei unterstützen, seine Rechte durchzusetzen, also als Ansprechpartner und als sozusagen Hilfsleistungsorganisation oder Unterstützungsorganisation tätig werden. Das machen aber nicht die Alice und ich gemeinsam, das wäre nämlich viel zu viel Arbeit und wir hätten viel zu wenig Zeit dafür, sondern wir führen wiederum einmal, so wie wir es da bei dieser Konferenz probieren, das Netzwerk zusammen. Der AK-Vorrat wird was machen zu Menschenrechten im Internet. Wie werden die Menschenrechte, die wir im täglichen Leben haben, ins Internet übersetzt, wie kann man sie wahrnehmen? Es wird von Pepe Zawodzki Datensicherheitsschulungen geben, wo der Einzelne beigebracht kriegt, wie man sicher kommuniziert, wie man sozusagen seine Informationen selber absichert. Wir werden im Bereich Journalismus mit dem FIUM zusammenarbeiten, mit dem Forum Journalismus und Medien. Wir werden mit der Initiative für Netzfreiheit zusammenarbeiten im Bereich Netzneutralität, Netzsperren. Das Forum Informationsfreiheit wird was beitragen zum Themenspektrum, welche Informationen kriege ich vom Staat und wie kann ich dieses Recht durchsetzen und so weiter. Ich werde natürlich Datenschutz übernehmen, nachdem ich das seit 15 Jahren mache, ist das so mein Kerngebiet, aber das ist das Angebot, das es ab heute gibt. Forum Datenschutz gibt es auch auf Twitter, kann man gerne folgen bitte und ansonsten ist mein Aufruf, Mitglied werden, Schulungen besuchen, teilnehmen und vor allem uns auch sagen, was noch fehlt. Vielleicht haben wir auch nicht ganz das vollständige Sensorium dafür, was man alles an Informationen braucht. Da freuen wir uns jederzeit über Input und ich freue mich jetzt auf Fragen. Die Beitrittsformulare gibt es auf der Webseite www.forumdatenschutz.at und dort gibt es auch alle weiteren Informationen. Erstes rudimentäres Seminarprogramm ist auch schon auf der Webseite, soweit wir das jetzt schnell vor der Präsentation noch zusammenstellen könnten. Der ein oder andere fehlt ja noch in der Liste, aber wird in den nächsten Tagen ergänzt werden. Der wichtige Punkt ist, derzeit befindet sich der Verein in Gründung. Das heißt, wenn man jetzt einen Mitgliedschaftsantrag schickt, wird es dann wirksam, sobald die Eintragung im Vereinsregister erfolgt wird, ist und starten wollen wir mit 1. November sozusagen als Stichtag und bis dahin haben wir hoffentlich auch schon die Information, ob wir die Förderung, für die wir eingereicht haben, bekommen, die uns natürlich sehr stark helfen würde, das Ganze schneller auf die Beine zu stellen. Falls wir sie nicht kriegen, machen wir es aber trotzdem, das heißt, dieses Service und dieses Angebot gibt es ab heute und ja, wir freuen uns auf spannende und hoffentlich viele lange Jahre in dem Themenbereich.